Da ist das Gespräch Bank. Halbe Stunde vom Kanzleiklub am Dienstag um 6 Uhr. Mein Name ist Jan Trepp. Der heutige Gast ist der Klaus Fieli. Das heutige Thema ist No-Bilage. Da hat der Klaus sicher etwas zu erzählen, weil er ja lang selber Journalist war beim Schweizer Fernsehen, Redakteur. Chefredakteur von 10 vor 10. Er ist auch beim Privatfernsehen hat er mal geschafft. Dann hat er selber eine TV-Produktionsfirma gehabt. Siehst, ich kann nicht mehr aufhören. Dann vielleicht müssen wir das noch erwähnen, weil das hat einen Zusammenhang zur heutigen Sendung, dass du in den 70er Jahren bist natürlich im Alternativjournalismus tätig gewesen, also quasi als 68er in der damalige, die grossen Publikationen, Agitation, wer es nicht vergessen hat, Fokus, wer es nicht vergessen hat, Dell, wer es nicht vergessen hat. Also wirklich, man kann sagen, eine lange Erfahrung. Und in dem Sinn gehe ich mal davon aus, hast du auch etwas zu sagen zum No-Bilage und hast auch eine Meinung. Das sehen wir jetzt dann, ja. Das sehen wir jetzt dann. Gut, ich weiss es natürlich schon, weil ich muss ja sagen, ich habe dich eingeladen, weil du eine Meinung hast, die du mir gesagt hast. Weil du mir nämlich gesagt hast, bei dieser Abstimmung übst du Stimmenthaltung. Und das habe ich zuerst eigentlich gefunden, aha, Stimmenthaltung, ja gut. Und dann hast du mir aber erklärt, du kannst weder Ja noch Nein stimmen. Und dann ist eigentlich die logische Konsequenz, dass man sich der Stimme enthält. Das ist ja quasi im demokratischen Prozedere. Es ist zwar eigentlich nicht so gut, weil man muss ja Flaggen zeigen, Farbe bekennen. Und dann das finde ich nicht. Findest du nicht? Nein, das finde ich echt nicht. Also, es ist immer so, wenn in einer Abstimmung kannst du einerseits für das eine oder für das andere sein. Und wenn du beides nicht so toll findest, kannst du auch sagen, Stimmenthaltung, das wird ja auch... das wird auch gezählt, das kommt auch irgendwie auf eine Waagschale rauf. Und darum finde ich, ist das eine absolut legitime Haltung, zu sagen, es kriegt keine von diesen beiden Varianten meine Stimme. Und jetzt ist es zwar beiden, das ist für mich eigentlich fast das Interessanteste daran. Ich habe nicht das Gefühl, es ist eine Jahrhundertabstimmung, wie viele sagen, sondern es ist eher ein mittleres bis kleineres Problem, wo wir da drüber diskutieren. Aber die meisten haben das Gefühl, auf beiden Seiten, die Welt geht unter, entweder wenn die SRG so weitergeht oder wenn man jetzt für No-Bilage sein würde. Haben alle das Gefühl, und das ist so ein Rechts- und ein Linkspopulismus, wo man eigentlich schon ein bisschen auf den Wecker geht. Also du hast in dem Sinn, gehört man da aus, überhaupt nicht das Gefühl, dass die Welt untergeht, wenn die SRG irgendwie untergeht? Ja, erstens geht die SRG nicht unter und zweitens, sogar wenn die SRG untergehen würde, wenn man sieht, wie heute Informationsflüsse laufen, wo die Leute ihre Informationen herziehen, dann wäre das auch nicht der Weltuntergang. Es ist ja so, man muss bei den Informationen unterscheiden zwischen den Verbreitungsarten, also den Kanälen. Früher war das der Dorfplatz gewesen oder das Lagerfeuer. Nein, es sind Zeitungen gekommen, also das Papier ist die Plattform für die News. Und später sind Frequenzen gekommen und jetzt ist das ausgestrahlt worden, hat Lizenzen gebraucht und jetzt ist das Internet da. Und das Fernsehen ist etwas immer noch sehr Wichtiges, aber ganze Generationen brechen weg und tun ihre Informationen ganz irgendwo anders holen. Und dann muss man sehen, das ist einerseits der Verbreitungskanal und dann geht es, wer tut die Informationen wirklich machen. Das sind die Newsagenturen und zwischen ihnen gibt es die es aufbereiten. Und im Wesentlichen ist Fernsehanstalt, die Informationen aufbereiten. Wenn wir über die Informationen reden, aber es geht ja noch Informationen, dann gibt es Sport, gibt es Unterhaltung und Kultur. Du sagst jetzt das ziemlich nüchtern und distanziert. Wenn ich aber gewisse andere Stimmen, also auch gerade nicht zuletzt unter Journalistinnen und Journalisten höre, dann sind die alarmistisch und eben haben eigentlich das Gefühl, es geht alles zusammen, es ist Katastrophe, es wäre das Allerschlimmste, wenn ich jetzt diese Initiative angenommen würde, was ja nach der
Umfrage nicht der Fall wird sein. Aber wieso ist denn das? Also hast du eigentlich eine Position, die eher selten ist? Ich weiss, also am Schluss wird man sehen, wer alles Ja sagt, wer Nein sagt und wer die Stimme gar nicht abgibt. Die, die nicht gehen, gehen abstimmen oder die leer einwerfen. Und ich habe das Gefühl, einerseits hast du ja gesagt, ich komme von den Alternativmedien her. Und damals war sogar das Fernsehen ein bürgerliches Medium, war Mainstream, hat die mehr oder weniger die offiziellen Meinungen verbreitet. Und wir haben das Gefühl, wir müssen eigene Zeitungen machen, die neue Ideen generieren. Und jetzt ist, wenn wir sagen, bei den Linken, wo das Gefühl haben, wir müssen kämpfen für die SRG, merke ich einfach, die haben jede utopische Denkweise verloren. Die sehen nur die SRG oder sonst gibt es Blocher TV. Was meinst du zu dem Plakat, wo die WOZ, was ja als linke Wochenzeitung gilt, die haben ja ein Plakat gemacht, also die haben sich hundertprozentig eigentlich hinter die SRG gestellt, implizit, indem sie so ins Feld, also so sich quasi stark machen gegen Obi-Lage. Ja, ich habe schon das Gefühl, die SRG, ich habe ja lange in der SRG geschafft, ich habe für die SRG geschafft. Die SRG ist eine gute Firma, muss ich sagen. Es ist ein seriöses Verlagshaus. Aber wenn ich jetzt schaue in der Schweiz, im Moment alle Verlage schwächeln. Es ist eigentlich nur die SRG, die ihre Budget immer noch können vergrössern konnte. Ist sie einfach für die Schweiz zu gross und es gibt keine Alternative. Und das ist mir, also ich bin nicht für No Billag, das wäre ein Abbruchprogramm, aber die bestehende SRG ist einfach zu gross für das Land und ich tue fast mit ein bisschen Erschütterung feststellen, dass wir, wenn du nur noch ein Medium hast, wo noch ziemlich kontrolliert ist auch von der Politik, dass irgendwie fehlt mir da ein Alternativdenken. Es hat früher, wir haben ja vorher schon darüber geredet, hat es einmal einen berühmten Spruch von Mao gegeben, lasst 100 Blumen blühen. Also insofern, und es hat früher hat's mehr Medien gegeben, jetzt stirbt alles ab, jetzt meint man, man muss nur die SRG und schon geht die Welt unter. Das finde ich nicht wirklich toll. Da wird aber gesagt, dass eigentlich die SRG Garantin ist für den Medienpluralismus. Und das gerade, weil es die SRG gibt und weil das nicht politisch in dem Sinn ist, braucht man die SRG. Und wenn man die nicht hätte, dann hätte man einfach das Blocherfernsehen, quasi eben à la Berlusconi, politisch von Milliardär kontrollierte Fernsehstationen. Ja, ich kann eher, also ich kann, es gibt ja zwei Worst Cases, nicht nur eins. Das eine ist, dass wirklich wie in Italien auch mal so eine rechtsbürgerliche Strömung wirklich noch ein bisschen draufleitet, machtmässig. Und dann haben sie nämlich die SRG im Sack. Weil die SRG ist immer dort, wo die politische Mehrheit ist. Das ist quasi, das ist die DNA von der SRG, die ist dort, wo die politische Mehrheit ist. Und die ist näher beim Blocher. Das ist wie bei Rai dann in Italien. Rai 1, Rai 2 sind voll auch Berlusconi-Kanäle gewesen. Das ist die eine Worst Case. Und die andere wäre, wenn sie wirklich eingeht und noch irgendwelche Milliardäre könnten in der Schweiz noch Informationen verbreiten. Und ich habe das Gefühl, eigentlich ist mein Wunsch, dass die SRG als vitale Firma bleibt, aber dass sie irgendwie ein Drittel, die Hälfte kleiner ist und dann wirklich noch 99 andere Blumen da blühen und dass wir nicht nur einen Kanal haben, weil das macht die Schweiz langweilig, das macht die Schweiz träge. Ich höre richtig, ein Drittel, die Hälfte kleiner. Ja, das würde ich gut finden. Also man hat ja auch andere Länder, wenn ich jetzt schaue, ich kenne die europäische Fernsehlandschaft sehr gut und es hat andere Länder, die eine viel gestaltigere Fernsehlandschaft haben und die sind da sprießen mehr Ideen, da gibt es interessantere Diskussionen. Ich möchte nur Holländer erwähnen, wo eigentlich, außer für die harten News, gibt es 10 Vereinigungen, die Programmrecht auf den öffentlich-rechtlichen Kanälen haben, unabhängig von irgendwelchen Fernsehintendanten. Und das ist viel ein interessanteres Fernsehland als die Schweiz.
Ich möchte jetzt nochmal zurückkommen auf etwas, dass du gesagt hast, ja, du bist einmal im Alternativjournalismus unterwegs gewesen. Und dass heutige, also quasi heute die Linke, wenn man mal so in Anführungszeichen das will sagen, es gibt ja ein breites Spektrum, das heisst ja eigentlich auch nichts mehr, wenn man sagt links. Aber trotzdem, so, sagen wir mal, die, so die Mainstream-Linke, die haben alle kritiklos eigentlich, tun die jetzt die SRG unterstützen und sagen, das ist gut. Und zitieren Sendungen, die sie gut finden. Und, ich persönlich habe mich da gefragt, möchte ein Beispiel nehmen, der Film über P26. Im weltschen Fernsehen ist der noch gekommen, nicht im deutsch-schweizer Fernsehen. Und den habe ich ja geschaut. Und, gut, man kann sagen, ich kann nicht so gut Französisch. Aber was ich verstanden habe, ist, in dem Film über die Geheimarmee P26, wo ja bis heute das Thema ist, wo keine Transparenz besteht, das sind nur Befürworter, insofern, dass ehemalige, also Veteranen von der P26, Journalisten, Leute, die eher das alles positiv sehen, sind zu Wort gekommen. Und das ist eigentlich eine Kritik von mir. Es ist der Untersuchungsrichter Gornu, der neue Bürgeruntersuchungsrichter, der damals einen Bericht gemacht hat, im 1991 für den Bundesrat. Und der Bericht ist jetzt noch unter Verschluss. Und der Gornu, der Herr Gornu, hat geredet über seinen Bericht, den ich gar nicht lesen kann und niemand auch nicht lesen kann. Und das finde ich, das ist sehr bedenklich. Das hätte man müssen sagen in diesem Film. Also mit dem wollte ich sagen, dass die SRG, was du ja gesagt hast, nahe ist bei der politischen Macht in der Schweiz. Das ist vielleicht früher im Kalten Krieg und so ist das noch viel klarer gewesen. Aber dass ich es bemerkenswert finde, dass niemand so jetzt argumentiert, sondern alle früher noch die Hände, weil Libertäre, die wir jetzt ja kennengelernt haben, viele haben die früher gar nicht gekannt, also die wollen den Staat ganz abschaffen, entsolidarisieren. Es gibt keine AHV mehr, es gibt nichts mehr, es gibt einfach nur noch die Einzelnen. Die haben jetzt, was ja legitim ist, Unterschriften gesammelt und eine Initiative gemacht. Und dass das wie eigentlich denen ihren Stoß so stark war, dass die Leute wie umgekehrt sind und vergessen haben, dass man sich nicht einfach hinter der SRG verstecken kann. Und dann nimmt es mich wunder, dass du, der dort drin geschafft hast, wie du dann so etwas siehst. Ja, eben früher, also es ist, wenn man sagt, in den letzten Jahren mit der Zeitungskrise ist es so geworden, dass in der Schweiz eigentlich nur noch ein Potenzverlagshaus hast, das ist die SRG. Die Zürich-Zeitung schwächelt, der Tagi schwächelt, alle haben gewaltig sparen müssen. Und jetzt ist die ungute Situation, dass du die SRG und andere, die Privaten, die in dem Sinne hat die SRG eine gute Politik gemacht, die haben immer die gekauft, die Verlage geflucht haben. Hat man Presse-TV gemacht, ihnen auch ein bisschen Geld gegeben, wo die privaten Fernsehstationen geschwächelt haben, haben die auch ein bisschen Konzessionsgelder gekriegt. Es ist eigentlich jetzt eine Medienlandschaft in der Schweiz, die unheimlich kontrolliert ist von der Politik. Ich finde so einen Film über B26, der ist okay. Der ist in einer Art fast bestellt worden von diesen Militärkreis und die haben einen Film gekriegt. Das ist gar nicht so schlimm. Das ist wie eine Publi-Reportage. Ja, aber wenn es nur eine Gesellschaft gibt, die so etwas macht, dann ist es nicht mehr gut. Und insofern habe ich einfach das Gefühl, die SRG ist zu gross und es muss das Geld irgendwie anders fließen. Und der politische Prozess jetzt von der No-Billage hat nicht bewirkt, dass Alternativvarianten gekommen wären. Das hätte ich eigentlich von der Politik erwartet. Ich denke, ich würde auch nicht. Also die im Fernsehen sind, die sind froh, wenn sie ihre Budgets haben. Aber es sind keine Varianten ins Spiel gekommen, wo es mehr Vielfalt gibt. Und das ist eigentlich das, was mich stört. Und darum sage ich, meine Stimme hat beide Seiten haben es nicht. Und jetzt noch vielleicht, dass alle Linken plötzlich so, wo ja früher auch wollten, eigene Zeitungen machen, sind in Opposition, reden über Utopien, aber so jetzt ein typischer Juso, der jetzt dann gerade in den Nationalrat kommt, also so der Typus von Leuten, ihre Utopie ist noch, ich möchte mal in der Arena auftreten. Und das ist ein bisschen zu wenig. Es müsste auch die Medienlandschaft müsste einfach mindestens so bunter sein, wenn wir sagen, als Parlament, und sie ist weniger bunt. Es gibt eigentlich nur eine Partei. Als Linke könnte man sagen, man geht nicht in die Arena.
zum Beispiel. Aber nein, das würde ich auch niemandem machen. Spass beiseite, ich möchte aber noch, dich auf etwas aufmerksam machen. Du hast gesagt, gut, ein Drittel bis die Hälfte weniger Budget sollte die SRG haben. Dann eigentlich glaube ich, dass die Stimmenthaltung ist nicht die richtige, also dann ist das nicht das Richtige, dann müsstest du ein taktisches Ja reinlegen, weil es ja Leute gibt, die sagen, man muss jetzt taktisch Ja stimmen, weil es wird eh nicht angenommen, aber es sollte möglichst viele Ja-Stimmen haben, am besten 48-49%, weil dann müssen sie vom hohen Ross oben runterkommen. Oder? Und da verstehe ich dich nicht, weil du tust ja, wenn du Stimmenthaltung übst, verzichtest du auf deinen Einfluss. Oder? Und du hast ja ein Programm, du sagst, abspecken, und zwar recht. Und da müsstest du eigentlich ein taktisches Ja einlegen. Ja, ich bin, also ich, das sehe ich jetzt grundsätzlicher. Nein, ich will nicht, also ich gebe, der Nobilag gebe ich meine Stimme nicht. Aber, und ich denke, der Prozess wird so oder so passieren. Ja, denke ich. Kannst du dann sagen, warum du der Nobilag die Stimme nicht gibst? Ja, ich bin nicht. Ich finde, dass die SRG ist eine gute Firma, ist ein gutes Verlagshaus, die machen gute Sachen. Die soll es weitergeben, also das tue ich nicht Nobilag. Aber ich habe das Gefühl, wenn du in der Schweiz noch eine Gesellschaft hast und die ist zuständig für Information, für Sport, für Unterhaltung, für Kultur, das ist mir einfach zu viel. Also es müssen gewisse Brüche müssen passieren, das finde ich. Es wäre irgendwie quasi eine unschweizerische Struktur gewachsen im föderalen Staat. Ja. Also mit 26 Kantonen und ich weiß nicht, 2500 Gemeinden ist ja alles dezentral. Und da ist jetzt bei der SRG, einfach in den letzten 80 Jahren, wie lange es das gibt, seit der Radio Bern Münster, ist irgendwie ein Monster hergewachsen. Ein Monster einfach. Sie haben auch, also die SRG hat eigentlich nie grosse Fehler gemacht. Darum hat sie immer können wachsen. Es hat nie irgendeine Spaltung gegeben oder dass man sie hat kleiner gemacht und etwas anderes angezüchtet. Es hat es einmal gegeben. Es hat einmal Dölf Ugi hat eine zweite Fernsehgesellschaft, und ich jetzt gerade den Namen nicht mehr weiss, gründen als Konkurrenz zur SRG. Damals war es nicht nötig, die SRG war noch viel kleiner gewesen. Jetzt müssen wir so Gedanken ins Spiel bringen. Und all die Künstler oder all die Jungpolitiker und alle Kulturschaffenden, die sagen, ohne SRG gibt es kein Jodeln mehr, gibt es kein Schwingen mehr, der Schweizer Film existiert nicht mehr, jeder dritte Arbeitsplatz verschwindet. Die bringen das zum Sagen, man muss die SRG retten. Ich nehme die gleichen Beispiele und denke, nein, das heisst, die SRG muss kleiner werden und die Arbeitsplätze wollen wir weiter haben, aber in einem Ambiente, das ein bisschen differenzierter ist als mit einer Gesellschaft. Zu dem, das habe ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst, dass der Ogi den Vorschlag hat, dass man eine zweite Fernsehgesellschaft in der Schweiz macht. Wenn ich jetzt das deutsche Beispiel nehme, dort ist ja einmal in den 50er Jahren, hat man wollen, Adenauer, damalige Bundeskanzler, Ende 50er Jahre, hat wollen, Privatfernsehen einführen. Und das war ein totaler Kampf gewesen. Und dann haben die aber verloren und dann hat man dann dafür das ZDF gemacht, weil die haben gesagt, wir führen den zweiten öffentlich-rechtlichen Kanal einführen. Das hat aber heute dazu geführt, dass einfach die eine Arbeitsteilung haben, jetzt aus meiner Sicht. Oder? Und ich glaube, das wäre auch in der Schweiz wären das so. Also du kannst nicht einfach sagen, ein zweiter Kanal, du müsstest dann genau sagen, ist der privat, ist der öffentlich-rechtlich oder ist der sogar staatlich? Wer ist Träger von dem? Oder? Also hast du da eine Idee? Also du hast vorhin ein holländisches Modell, hast du eigentlich gelobt, oder? Du könntest sagen, man macht einen zweiten Kanal nach dem holländischen Modell. Ja. Also das holländische Modell ist, es gibt gute nationale News, wie sie bei uns auch gemacht werden. Und dann gibt es Timeslots in diesen drei öffentlichen Kanälen. Und die werden von Vereinigungen gemanagt, wo eine gewisse gesellschaftliche Macht dahinter ist. Ganz verschiedene. Und das bewirkt so, dass einfach in Holland Fernsehen viel bunter ist, auch das Öffentlich-Rechtliche. Und in der Schweiz sind immer gute Sendungen, sind total gute Leute, die dort arbeiten.
Aber dadurch, dass es ein grosser Kanal ist, der alles optimiert, ist es doch ein bisschen bräflich. Und ist immer, es ist natürlich in der Schweiz ganz viele Jahre ist schon CVP, wo eigentlich die Schlüsselstelle zwischen Politik und Fernsehen besetzt. Und die schauen halt, dass das wirklich Mainstream ist. Und das ist zu wenig. Also ist auch irgendwie politisch verschachert worden, also die Top-Jobs dort, oder? Bei der SRG CVP, in den letzten ja. 50 Jahren. Ich möchte auf etwas einweisen, wenn du jetzt sagst, eben so ein Modell, holländisches Modell, es gibt ja die Swiss Info, also der staatliche Schweizer Informationskanal, wo früher Kurzwellenprogramm gewesen sind, in 20 Sprachen, weiss ich was, und das gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt die Swiss Info Website, also die Plattform. Und da habe ich mal irgendwo gelesen, dass von dem zahlt die Hälfte irgendwie, ich weiß auch nicht welches Departement von Bern, und die andere Hälfte zahlt die SRG. Und das heisst, da sind sie irgendwie innovativ gewesen. Also insofern kann man sagen, der Kanal ist also ein staatlicher Kanal und der wird auf die SRG Ressourcen, also auf die Struktur, auf dem Hintergrund, technisch und so, hergestellt und wird zur Hälfte finanziert. Da müssen wir ja sagen, da müsste sich eigentlich müssen sich die SRG-Leute am Riemen reissen und müssen eben andere Modelle, wo sie die Hälfte irgendwie zur Verfügung stellen, das Know-how und alles, was sie haben in der Produktion, wo aber, ich kann jetzt nicht sagen wer, oder? Irgendwer, eben da à la Holland, Verein oder Verband oder, ja, ich wollte jetzt nichts nennen, oder? Aber mir würde schon Zeug in den Sinn kommen. Und das haben sie aber alles nicht gemacht. Sie haben eigentlich irgendwie, gut, sie müssen im Internet irgendwie Webpräsenz aufbauen und so, aber sie sind eigentlich überhaupt nicht innovativ gewesen, in die Richtung. Ja, ich glaube, es ist ja, also es wird zu viel verlangt, dass jetzt jemand, wo Sendungen macht und so, das ist mehr Aufgabe vom politischen Prozess. Jetzt die riesen SRG, die einfach zu gross ist für die Schweiz. Also ich kenne kein Land, wo eine Gesellschaft publizistisch so ein Gewicht hat wie die SRG in der Schweiz, kenne ich nicht. BBC, wo, wenn man sagt, eine ganz super Fernsehgesellschaft ist, die hat in England nie das Gewicht wie die SRG da. Also es gibt, ich kenne wirklich kein Land, wo das so ist. Und das hätte müssen. In China, CCTV. Ja, sicher in Nordkorea auch und so. So weit sind wir nicht. Aber eigentlich geht es in die Richtung. Es ist jetzt noch ein bisschen. Igitt. Aber es hätte eigentlich, das ist mein Frust, dass der politische Prozess um die Gebühren von SRG, dass der nicht so fruchtbare Resultate geführt hat, als der absolute Status quo, wo jeder Kulturschaffende, jeder Filmer, einfach alle dafür sind und alle Linken dafür sind und die Totalabfracker von den Jungfreisinnigen und SVP-Leuten, die einfach möchten alles ausradieren, dass da nichts gekommen ist, wo ein bisschen kreativer. Da bist du also richtig enttäuscht von denen. Bin ich enttäuscht. Bist du richtig enttäuscht? Ja. Ich meine, man kann natürlich sagen, die Abwracker, eben, die haben natürlich Rückenwind. Die ganze Digitalisierung, die ganze Umwälzung auf der Welt, wo man kann sagen, ja gut, das ist ein objektiver Faktor. Es ist ja nicht nur bei der SRG, wo auf einmal man sagt, die stürzt ab, die gibt es nicht mehr. Die Swissair gibt es auch nicht mehr. Oder die Banken, die sind ein Schatten von dem, was sie noch vor der Finanzkrise waren. Und so weiter. Also dass man kann sagen, eigentlich haben die Linken, in Anführungszeichen immer, gar nicht geschnallt, um was es da geht. Aber die anderen Jungs da, wo man da liest, was das Bier, vom Biertisch-Idee war, oder wo irgendwie 20 Leute, quasi die Libertären, die eigentlich erst jetzt das erste Mal vorgekommen sind, wer die sind und ein Gesicht bekommen haben, dass die eigentlich mehr im Wind segeln. Ja, was meinst du zu dem? Also quasi die Nachfolger von den 68er, von uns, wenn man so sagen darf, sind jetzt da die Jungs, da, ich kenne die gar nicht recht, aber wo man da liest, da, die einfach die Initiative auf die Beine gestellt haben. Ja, ich habe von denen nicht die spannende Publizistik gesehen. Sie haben einfach mal wollen das kaputt machen. Aber das haben wir auch wollen? Nein, wir haben eigene Projekte gemacht. Okay, wäre ein anderes Thema. Wäre ein anderes Thema. Aber es ist schon so, jetzt, wenn man sich auf
das Fernsehen konzentriert und so viel, also Beilagen, also fast eine Steuer fürs Fernsehen macht. Das ist ja nicht eine Art Steuer, da die 400. Eine Zwangsabgabe. Eine Zwangsabgabe. Dann tut man irgendwie, es ist, kommt man manchmal auch vor wie die Landwirtschaftspolitik, dass man in einen Bereich von der Informationsvermittlung hineingeht und dort alle Energie, alle gesellschaftliche Aufmerksamkeit geht dort hinein, während die ganzen Informations- und Kommunikationsprozess immer mehr irgendwo anders stattfindet. Das ist die grösste Medienkonzern von heute. Die hat es vor 10 Jahren noch nicht gegeben, glaube ich. Facebook, das ist noch nicht 10 Jahre alt. Also so, die grossen Google ist noch nicht 10 Jahre, die sind vielleicht gar 20. Oder 20 Jahre, aber vorher hat es nicht gegeben. Und wir tun jetzt alle Energie in ein Medium wie das Fernsehen rein und geben alle Stutz, wo quasi die Schweiz soll in Kulturvermittlung, auch in Sport und all die Sachen, wo jetzt nur die SRG zuständig ist per Verfassung, tut man auf den Fernsehbereich und alle kreativen Leute haben das Gefühl, die Welt geht unter, wenn der Bereich nicht mehr so floriert, statt dass man quasi Mittel springen lässt für ganz andere. Ja. Da hat man eigentlich den grossen Fehler beim Radio- und Fernsehgesetz gemacht, vor 2 Jahren, wenn es war. Also, wo man das besprochen hat, also quasi Bern, Politiker, hätten müssen das merken, die Trends, die sie durchlaufen. Und nicht einfach, wie soll ich sagen, die Finanzierung verändern, oder? Weil sie haben sich ja eigentlich angepasst, dass man früher einen Fernseher haben musste und die sind kontrollieren, sind Leute und sind reingekommen. Wenn du einen nicht bezahlt hast, dann hast du Buss gehabt. Und dann ist es alles online, hast du schauen, dann hat das, ist das irgendwie aufgelöst worden. Und dann haben sie sich eigentlich an dem angepasst, wie ich das wahrgenommen habe. Aber der Diskurs ist ja nicht so gelaufen, dass das lineare Fernsehen das Auslaufmodell ist. Und wenn man die Zeitung liest, also Umfragen liest, dann je jünger das jemand ist, desto weniger hockt er einfach zu Abend her und schaut Fernsehen, sondern stellt sich das alles selber zusammen. Und nicht einmal ein bisschen, vielleicht manchmal irgendein Film und so kommt schon auf dem Fernsehen. Das sind dann schon Sachen, die auch von dort ins Netz hineingehen. Aber die grosse Masse von dem, was die Leute konsumieren, hat wenig mit der SRG zu tun. Ja, das glaube ich schon. Das sind kleine Sachen und man tut dem jetzt, also man hat wollen, es ist eigentlich eine Diskussion gewesen, wahrscheinlich, wie kann man der SRG die Ressourcen sichern und noch ein bisschen drauf tun, statt dass man gesagt hat, die muss ein bisschen kleiner werden und wir müssen andere Sachen versuchen, dass sie sich entwickeln. Das war wahrscheinlich falsch gewesen, aber das würde ich jetzt nicht die SRG wegen dem kritisieren, sondern die Politik. Die hat da wenig, die reden immer von den neuen Welten und Digitalisierung und alles, aber es sind meistens sehr stark ausgestellt. Das wäre dann Nathalie Rickli unter anderem angesprochen, weil die hat, wie heisst sie, der Rickli, ja. Wo ja Spezialistin ist auf dem Gebiet. Aber das ist Fernsehwerbungsvermarkterin, aber das ist... zum Schluss möchte ich jetzt dich noch fragen, das zwei Szenarien, also was meinst du, wenn es angenommen wird? Und jetzt angenommen wird, was passiert dann? Also, erstens, ich glaube nicht, dass es angenommen wird. Ja, schon, aber ich meine, wann, oder? Wird. Aber wenn es, also die Schweiz hat bewiesen, und zwar die Linke und die Rechte, dass sie sich nicht sehr um Volksabstimmungen kümmern. Also, es ist, die Überfremdungsinitiative ist eigentlich nicht würdig behandelt worden. Und Zürich ist da, wo man über... Dass quasi das Landwirtschaftsland nicht darf. Also da hat man auch die grüne Initiative, die ist eigentlich auch nicht umgesetzt, vom Bundesgericht, glaube ich, gerügt worden, dass sie nicht umgesetzt wird. Ich habe nicht das Gefühl, dass die SRG, dass man den Stecker zieht. Das glaube ich echt nicht, sondern es wird Übergangslösungen geben und es wird anders. Es wird auch irgendeine Dynamik passieren. Und wenn es abgelehnt wird, so mit, sagen wir, irgendwo zwischen 35 und 40% ja? Ich glaube auch nachher, das wird einen grossen Einfluss haben und es wird bei beiden Varianten von der No-Billag, ob es auch oder abgelehnt wird, die Fernsehwelt wird, oder die Informationswelt, wenn man es ein bisschen allgemeiner nehmen, wird sich auch in der Schweiz markant ändern.
das ist eben, wie du es zuerst gesagt hast, ist relativ unschweizerisch, dass du eine Gesellschaft hast, wo so alles in Kultur, Sport, Information und Unterhaltung alles dominiert. Das geht nicht. Ja. Das wird sich ändern, so oder so. Aber das heisst, dass dann ist Politik gefordert. Ja. Also wenn du ja sagst, zwischen dem Drittel und der Hälfte kleiner, oder? Dann müsstest du ja sagen, dann müsste die politische Vorstellung, müsste der Kurser oder Fernsehgesetz muss geändert werden, sogar die Verfassung, oder, muss vielleicht geändert werden. Und das heisst, dann rechnest du damit, dass nachher so ein Prozess anfängt, also dass dann die geschlossene Front von der Verteidigung von der SRG irgendwie aufbricht und verschiedene Interessen dann kommen. Also wenn wir sagen, wenn die offizielle Politik nichts macht, dann wird es wieder Initiativen geben. Ich glaube nicht, dass das jetzt einfach abgelehnt und dann geht es. Das glaube ich nicht. Aber ich bin nicht Politiker, das ist nicht meine Aufgabe. Ich kann einfach darüber da diskutieren. Ja, genau. Ja gut, du hast dein Recht als Stimmbürger hast du wahrgenommen und hast jetzt da uns eine halbe Stunde erzählt, warum du die Stimmenthaltung übst. Und damit danke ich dir, dass du gekommen bist ins Tischgespräch Bank. Die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Ciao miteinander.